Hallihallo, ich bin am Alexanderplatz, denn ich bin gerade auf dem Weg zu einem Festgottesdienst, den wir hier in der Eckbo in meiner Landeskirche feiern. Und zwar dem Festgottesdienst anlässlich 75 Jahren Frauenordination. Das heißt, Frauen dürfen in der Kirche erst seit, in der evangelischen Kirche erst seit 75 Jahren ordiniert werden. Bis dahin war es ein langer Weg und Kampf. Ich finde, es ist auch seitdem noch ein Weg und Kampf gewesen. Und genau darum geht es heute in dem Gottesdienst. Es geht um die Frauen, die da ganz viel vorgekämpft haben und die vorgegangen sind und die mit der Grund sind, warum ich heute Pfarrerin sein kann. Und deshalb bin ich sehr gespannt und freue mich total auf den Gottesdienst. Einerseits 75 Jahre Frauenordination und andererseits 45 Jahre Gleichstellung der Frau im Pfarramt. Und ich muss sagen, das hat mich sowieso die letzten Wochen ja beschäftigt und das war heute nochmal ganz bewegend für mich, das zu sehen. Die Frauen dort vorne zu sehen, die eben unter diesen ganzen Repressalien noch gelitten haben, die entweder nicht heiraten konnten oder die geheiratet haben und damit ihre gesamten Rechte verloren haben in ihrem Sein als Pfarrerin. Das hat mich sehr bewegt, weil ihre Kämpfe dafür gut sind, dass ich heute Pfarrerin sein kann. Und das ist ein totaler Segen. Das macht mich ganz dankbar und ganz demütig. Und es lohnt sich, für sowas zu kämpfen. Und es lohnt sich auch weiterhin, für Gleichberechtigung zu kämpfen.